Hey da draußen, ich bin's Martin und heute beantworte ich die Frage von einem unserer YouTube-Kommentare. Es ging in dem Video davor um das Thema Schönheit von innen, wie Menschen meiner Meinung nach schöner werden, wenn sie ihren Glauben an sich verändern oder ihre Betrachtung, ihre Glaubenswelt verändern. Und da hat einer geschrieben, hey, alles cool, finde ich tolle, tolle These und kann ich auch ganz viel davon dem entsprechen. Nur wie soll ich umgehen, wenn ich vielleicht nicht so ein toller, hübscher Hecht bin und ich treffe Frauen, die nur auf das Äußere von Kerlen schauen, denen es quasi, ja, die mich dann abblitzen lassen und die sehr arrogant auf mich reagieren. Wie soll ich damit umgehen? Oder wie gehst du mit solchen? Ja, genau, hat mich gefragt, wie gehe ich mit solchen Frauen um, mit solchen Menschen um? Ganz ehrlich, ich habe tatsächlich nicht so viele Frauen kennengelernt, die zumindest deiner Beschreibung entsprechen. Vielleicht habe ich sie auch einfach anders kennengelernt als du. Das kann natürlich auch sein. Ganz grundsätzlich gibt es in meiner Welt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die eine ist, wenn ich feststelle, der Typ taugt, also diese Frau taugt mir nichts, die macht mir schlechte Gefühle, weil sie so arrogant ist, weil sie mich nicht für voll nimmt, weil sie mich nicht ernst nimmt, wie auch immer. Dann habe ich keinen Bock, mit der Zeit zu verbringen. So einfach ist das. What the fuck? Ja, Alter, du bist ein freier Mensch. Du musst doch nicht mit der Troller Zeit verbringen. Geh einfach weiter, wenn es dir nicht passt. So einfach ist es, mach da gar kein kompliziertes Gewese draus. Ja, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, die dir Spaß haben. Und wenn du jedoch tatsächlich wegen Job oder irgendeinem Kram Zeit mit diesen Menschen verbringen musst, naja, ich war noch nie so sehr der brave, unterwürfige Typ, sondern ich war schon immer ein bisschen frech, ich war schon immer ein bisschen. Ja, schon immer ganz gerne den Finger in die Wunde. Vielleicht bin ich deswegen auch in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene gekommen, weil ich irgendwie immer ein gutes Gefühl habe, einen Finger in die Wunde zu schieben. Und wenn ich eben mitkriege, dass jemand irgendwie gerade sich selbst so ernst nimmt, oder wie gibt es in South Park, gibt es eine Folge, da riechen die Menschen, da riechen arrogante Menschen gerne ihren eigenen Furzgeruch. Und das haben die in South Park ganz wunderbar eingearbeitet, wie diese Arroganz dafür sorgt, dass sie ihren eigenen Furz für ganz toll und wundervoll halten. Und wenn ich das eben feststelle bei Menschen, da fange ich an zu lachen. Weil ich hab sie durchschaut. Alter, das sind Menschen, die verstecken sich gerade hinter ihrer Angst vor Minderwertigkeit. Sie verstecken sich davor, nichts Besonderes zu sein, sondern sie müssen tatsächlich diesen Schutzwall aufbauen von, ey, ich bin ja viel besser als du, ich bin ja viel toller, guck mal, wie schön ich bin, ich suche mir nur tolle Männer raus, ich suche mir nur die schönsten raus. Dass sie dabei ein Riesenpotenzial an Lebensqualität abschneiden. Ja, und das ist nämlich einfach offen auf Menschen zugehen. Weil Schönheit ist nur Marketing, Schönheit ist nur äußerlich. Ja, aber die wirklich, das, wo es richtig Spaß macht, da, wo es richtig abgeht, das sind halt die inneren Werte. Ja, eine Verpackung schmeckt nicht besonders gut, sondern der Inhalt ist das, was gut schmeckt. Wir essen das, was drinnen ist, nicht was außen drauf steht. Und wenn außen drauf super lecker ist und innen drinnen langweilig und fad, dann. Ja, dann haben wir das vielleicht einmal gekauft und danach nie wieder. Und eben sowas erkenne ich dann. Ich mache dann tatsächlich Witze drum. Also ich hinterfrage die dann auf so eine ironische Art und Weise und so. Ach ja, das kommt dann aus der Situation heraus. Aber tatsächlich, ich betrachte die ganze Nummer aus einer sehr humorvollen Perspektive. Und das Spannende ist, ich glaube tatsächlich, dass nicht so viele genauso damit umgehen, denen sozusagen diese Arroganz in dieser Form die Stirn zu bieten, sich nicht auf dieses Spiel einzulassen von, oh, ich bin nicht schön genug für dich und oh, du arrogante Zicke, sondern ich bleibe ja trotzdem im Kontakt mit den Menschen, ich rede ja mit diesen Menschen, aber mach halt spitze Bemerkungen, mach mir halt so ein bisschen lustig, aber halt trotzdem irgendwo noch so mit einem Lächeln und mit einem Augenzwinkern, dass sich meiner Erfahrung nach dann das Gegenüber ganz schnell ertappt fühlt von, ach scheiße, damn, der hat mich jetzt aber erwischt. Scheiße, okay, ich bin gar nicht so hübsch, wie ich gerade tue, dass ich eigentlich bin. Ja, und das wirkt wieder super menschlich und super ehrlich, sodass ich in aller Regel immer einen guten Kontakt dann mit diesen Menschen trotzdem herstelle. Es braucht dafür, das ist ein ganz wichtiger Hinweis in meinen Augen. Also mach dir mal klar, ob du mit den Menschen Bock hast oder nicht. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann geh einfach weiter. Ja, dann hab nichts mit den Menschen am Hut. Und ansonsten, Arroganz ist meistens nur eine verdeckte Kappe von eigener Unzulänglichkeit und einem eigenen Gefühl von Unzufriedenheit. Jetzt habe ich es.
Das ist ein Schutzwall, Arroganz, um jemanden auf Distanz zu halten. Sobald du in meinen Augen das erkennst und so, ah ja, ich hab dich erkannt, ah, du kannst mir nichts vormachen, du hast eigentlich Mordsschiss in der Hose, dass du komplett normal bist und ja, doch gar nicht so toll, wie du glaubst. Sobald du das erkennst und das halt so humorvoll reinspielst, also ja, wenn es um nichts Ernstes geht, dann einfach so, so nonchalant, einfach immer mit so einem Lächeln, mit so einem Augenzwinkern, ich hab dich erkannt, ich weiß es schon. Ja, das kriegt ein Gegenüber mit. Und das sorgt meistens auch für ein Lachen. Entweder sie verpisst sich dann, sie hat doch gar keinen Bock mehr auf dich, das kann halt auch sein. Puh, wenn ihr Ego halt zu riesig ist, na gut. Oder sie erkennt, scheiße, der hat mich gecheckt. Und dadurch wirst du in aller Regel auch attraktiver. Bro, so gehe ich mit arroganten Frauen um. Tschüss, viel Spaß.